Willkommen zu Under the Waves, ein Game, das, wenn dieses Video online ist, schon draußen ist. Ich spiele es gerade im Stream und es ist vor 2 Stunden rausgekommen. Warum oben Werbung steht, ist immer eines, was mich sehr freut. Ich wollte dieses Spiel spielen und dann hat mich nämlich Quantic Dream angeschrieben und gesagt, hey, hast du Bock, das Spiel zu spielen? Ich so, natürlich, denn wir lieben Unterwasser-Games. Sei es Subnautica, Dave the Diver und Under the Waves ist im Prinzip ein Game, in dem wir nämlich in den Tiefen der Nordsee spielen und schwimmen. Und unser Protagonist Stan bemerkt seltsame Dinge unter Wasser. Das heißt, wir sehen also echte Lebewesen, die wir auch kennen unter Wasser, und gehen seltsamen Dingen nach, was mir sehr gefällt. Meine liebe Community ist gerade mit im Live-Chat dabei und bedankt sich recht herzlich. Und schön, dass ihr da seid. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut auf www.twitch.tv/nute-live. Und das Game, wer Lust hat, kann es auf Steam spielen. Ich habe es mir auf Steam runtergeladen. Es gibt es auch im Epic Store, es gibt es auf PlayStation 5, auf Xbox Series X und S. Könnt ihr also alle da zocken, wenn ihr wollt. Und ihr guckt, wenn ihr im Livestream seid, gerne mein Waves-Panel an unter Twitch. Da ist mein Panel. Oder Ausrufezeichen könnt ihr auch gern drücken. UTW. Und für alle, die das Video gerade sehen, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Spiel. In dem Game kann man auch craften. Man kann die Storyline straight verfolgen. Es gibt kleine Rätsel. Also es hört sich schon sehr, sehr nice an. Und ich freue mich jetzt sehr, mit euch reinzugehen. Nochmal danke für diese wunderbare Möglichkeit. Und dann würde ich sagen, neues Spiel. Gehen rein und schauen mal, was so geht. Let's go. So, neues Spiel. Wähle eine Speicherdatei für das neue Spiel. Leeres. Ich finde das cool. Das nehme ich. Süß. Es gibt 3 Arten von Menschen. Die Lebenden, die Toten und die auf dem Meer. No. Basis an Kapsel 12. Kapsel 12, bitte kommen. Bist du da, Stan? Nice. Verzeihung? Verzeihung, wer ist da? Ah, da ist er ja. Ah, hätte ich gewusst, der Chef leitet persönlich meine Einweisung, wäre ich mit Krawatte gekommen. Ah, so sieht deine Dankbarkeit aus. Die feinste Uni-Trench-Tiefseemode und er will sich schick machen. Wie geht's, Alter? Das Alter zwickt, aber es geht mir gut. Das Alter. Schön, dass du wieder da bist. Ja, aber das siehst wahrscheinlich nur du so. Ich, lass uns einfach den Anzug kalibrieren, okay? An meinem ersten Tag zu ertrinken, wäre peinlich. Ich meine allein die Schlagzeilen. Vorbereitungsteam hat Sauerstoff und Dichtungen abgenommen. Na toll. Mein Kompliment an den Schneider. Das ist nicht irgendein Anzug. Er ist vollgepackt mit Spitzentechnologie. Aha. Das bedeutet nur, dass noch mehr schiefgehen kann. Ja. Vergiss es einfach. Du kommst schon klar. In Ordnung. Letzter Punkt. Helm-Mikrofon-Check. Check, check, check. Ist das Ding an? Das war's schon. Also, wie sieht's aus, Junge? Bereit, zurück in die blauen Tiefen zu gehen? Du hast ja keine Ahnung. Und Dredge haben wir auch geliebt, ne? Wir lieben einfach solche Games. Alles klar. Genau wie beim Training. Wow, sieht das gut aus. Das will ich hören. Wow. Vergiss nicht, behalt den Sauerstoff im Auge. Oh, versuch Gott, die Dichtung nicht überzustrapazieren. Ja, I try. Okay. Wow. Okay, gut. Nice. Das Mini-U-Boot sollte jetzt fertig vorbereitet sein. Öffnen. Direkt vor dir sollte eine große Tür sein. Geh dort durch. Das ist der Garagenbunker. Crazy. So einfach wie von einem Baum zu fallen. Sick. Okay. Das ist ein großes Tor. Warte, bis du den Rest gesehen hast. Das Ventil an der Seite sollte es öffnen. Oh wow, ich freue mich schon so, wenn wir draußen sind.
Oh, ich will jetzt unbedingt raus. Auf dem Weg nach drinnen. Chat und ich sind schon hinweg. Ganz hinweg. Hangar erreichen. Ah, Riesenkrabbis. Sieht aus wie ein Aufzug. Okay, was schwimmt hier? Aha. Dinge, die wir einsammeln können. Hier ist Sie müssen sowas benutzt haben, um all meine Sachen runterzuholen. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Wisst ihr, woran mich seine Stimme erinnert? An Ethan von Heavy Rain. Ist der das der gleiche Sprecher? Der hört sich genauso an. Ist er das? Mhm. Ah, Metall. Ah, nice. Man kann auch Sachen craften und sammeln. Das liebe ich ja. Was ist denn das? Sind das alles Austern? Oder halt Muscheln? Nice. Ich weiß noch nicht, ob das Horror ist. Ich kann es mir schon vorstellen. Hier drin ist es dunkler als draußen. Ja. Das ist nicht gut. Sieht aus, als hätte was die Sicherungen rausgehauen. War schon lange keiner mehr da unten. Bleib dran, ich hab die Wartung auf der anderen Leitung. Boah, geil, wenn wir Titanic irgendwie durchsuchen müssten in so einem Game. Du musst den Ort manuell mit Strom versorgen, also geh zum Generatorraum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf meinem Bewerbungsbogen nicht Techniker angekreuzt habe. Aber wirklich, wo zum ist... Zum Glück für dich hat Uni Trench die Einrichtung nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner entworfen. Hier gibt es ein paar Maschinen mit großen alten Starthebeln. Stimmt, ich habe noch keine Sauerstoffanzeige. Na gut. Aber wenn's schief geht, werde ich dafür nicht bezahlen. Okay. Okay, erledigt. Wir haben Strom. Scan die Umgebung. Ah. Der zeigt mir immer an, wo ich hin muss dann. Nice. Okay, da ist meine Sauerstoffanzeige. Ich habe sehr wohl eine. Oh, oh, da muss ich mich aber beeilen, oder? Kann ich hier Sauerstoff bekommen? Nee, kann ich nicht. Oh, es fängt schon gut an. Wie groß ist das denn hier? Sehr groß. Es ist das Zentrum für eine Menge Systeme hier. Die Garage selbst ist ein weiterer Teil der Anlage. Siehst du die Tür unter den Ventilatoren? Mein Sauerstoff. Ich muss da hinschwimmen? Du musst da hinschwimmen. Okay, also gut. Schnell. Legen wir los. Sauerstoff. Denk daran, du kannst sowohl Tiefe als auch Richtung ändern. Nein, ich will hoch. Ich ersterbe gleich. Der Anzug ist ziemlich robust, also mach dir keine Sorgen über Löcher. Gut. Glaub mir, die Bürohengste machen tausendmal mehr Stress als du. Okay, Sauerstoff. Ich bin an einer anderen Tür. So, es ist Zeit für das, was die Leute in der Personalabteilung eine Bildungschance nennen. Wenn du dir sicher bist. Ich hab Angst, dass ich jetzt sticke. Ach so, ich muss wahrscheinlich, jetzt kann ich wahrscheinlich rein, ne? Ich glaube, die werden mich am Anfang nicht sterben lassen, oder? Das würden die doch niemals tun, oder? So, ich glaube, hier bin ich richtig. Let's go. Warum laufen, wenn man schwimmen kann? Stimmt eigentlich. Schau dich dort um. Oh ja. Sauerstoffstäbe. Oh ja. Ja. Zwei Schritte voraus, wie immer. Gib mir die Sauerstoffstäbe. Ich hatte vergessen, dass das Training auch das behandelt. Oh, ziemlich yes. Ziemlich beeindruckend, Tim. Die Sauerstoffversorgung im An... Lass den leeren Behälter aber nicht einfach so herumliegen. Gib mir alle, ich nehme alle mit. Der Mensch legt großen Wert auf schonende Arbeitsweise. Ja. Außerdem kann man nie wissen, ob er noch nützlich sein kann. Gut. Uhuhu. Okay. Finde ich auch cool, dass du so die Option hast, zu laufen. Oder halt einfach zu schwimmen. Das ist halt schon echt nice. Okay, machen wir das hier mal auf. Gute Arbeit. Geh weiter zur Garage. Ich bekomme ein bisschen Platzangst hier drin. Moment. Soll das heißen, dass da noch nicht tapeziert ist? Oh, Stan. Es ist wunderschön. Wolken und kleine Vögel. Beruhigend. Und da ist sie. Die Moon. Oh, der Stolz wow. der Uni-Trench-Flotte. Oh, mein U-Boot. Nein.
Nein, sie ist ein Stück Schrott, aber gut genug für Leute wie dich. Boah. Das hilft wirklich gegen die erdrückende Angst, alter Mann. Ah. Das war ein Scherz. Sie ist ein solides Stück. Als vollqualifizierter Uni-Trench-Service-Diver bist du uns lieb und teuer. Mein U-Boot. Wir dachten, sie könnte uns nützlich sein. Das ist natürlich noch eine Kiste. Musst du zuerst die Klammern lösen. Ein paar Knöpfe auf jeder Seite, du weißt ja, wie das geht. Weiß ich das? Okay, gucken wir, ob ich weiß, wie es geht. Ja, er weiß, wie es geht. Erste Sperre aufgehoben. Sieht aus, als wäre sie vollgetankt. Cool. Du warst mal Taucher vor langer Zeit. War das hier, oder? Oh nein, ah, da kann man auch Sachen einsammeln. Das ist der Übungsplatz für Kinder. Ich habe früher in der Tiefe gearbeitet, ganz unten, am ursprünglichen Standort. Du kannst dich glücklich schätzen, dass wir dich da unten nicht brauchen, Junge. Und das meine ich ernst. Easy, easy. Cool, dass wir direkt am Anfang unser U-Boot kriegen. Ich dachte, wir müssen ewig spielen. Geil. Hier wird mir doch irgendwo eine Kiste angezeigt. So, dann geh jetzt an Bord. Oh geil, ich kann schon damit schwimmen. Wow, nice. Dann können wir voll erforschen gleich schon am Anfang. Alles klar. Genau wie im Training. Oh Gott, ich würde mich so einkacken. Hauptmotor starten, Klappen und Ruder prüfen. Motoren drehen hoch. Beeindruckend. Nicht nur ein hübsches Gesicht. Na, oh, süßes Sternchen. Fische, sagen wir. Stell dir vor, es ist wie Schwimmen, nur schneller. Geil. Und mit einer höheren Versicherungssumme, wenn du mit etwas zusammenstößt. Mhm. Allerdings. Alles im grünen Bereich. Sieht gut aus. Er mich gut, wirklich an die Tür Ethan Mars. Offen sein. Los geht's. Okay. Nice. Was macht die Drohne? Okay. Aha, die Tür funktioniert, wie sie soll. Oh, ein Wunder wow. der Automatisierung. Oh wow, wir sind draußen. Eine Höhle. Ich hatte eigentlich eine große Entdeckung erwartet, Tim. Alles eine Frage des Timings, mein Lieber. Wirst schon sehen. Cool, der zeigt dir auch genau, wo du hin musst. Leben. Auch hier unten. Kann ich den scannen? Jetzt holen wir dich aus dieser Höhle heraus und bringen dich in dein neues Zuhause. Ich hab den Rochen gescannt. Wow. Oh, hi. So, jetzt bringen wir den erstmal in die Garage. Lebensmodul. Aber hier ist die Garage, ne? Ich sagte doch, aufs Timing kommt's an. Nice. Sie kann wunderschön sein, das stimmt. Dann muss so, ich da überhaupt genug hin? Davon. Los geht's. Du musst das Lebensmodul erreichen. Das ist die Blechbüchse, die in den nächsten Wochen dein Zuhause sein wird. Okay, geil. Wir gehen mit dem Sonarsystem kannst du deine Position markieren. Das macht es etwas schwieriger, sich zu verirren. Ich sehe es. Bin auf dem Weg. Okay, nice. Ich hab da auch einen ich Boost. Ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Okay, nice. Ich hab auch einen Boost. I got a boost. Boah, ist ja wie so ein Open-Map-Unterwasserspiel, oder? Crazy, ey. Okay. Bin schon gespannt auf die Ohren. Was ist denn das? Ein Orca. Orca will ich scannen. Scan den Orca. Scan ihn doch. Kann ich mich irgendwie mit dem anlegen? Scannen. Anlegen. Schießen. Ah, Tim wird durchdrehen, wenn ich mich nicht auf die Aufgabe konzentriere. Boah, der Orca ist schnell. Bestimmt habe ich später auch mal so Raketen und Torpedos, oder? Bestimmt. Okay, jetzt gehen wir erstmal in die Homebase. Ich will schon komplett eskalieren, aber jetzt gehen wir erstmal in die Homebase. Ach, vom Boost geht der Tank leer, okay. Sieht aus wie ein Leuchtturm. Voll verrückt, wenn du unter Wasser lebst. Da ist auch noch was. Da gibt es auch wieder voll viel Sachen zum Erforschen, glaube ich. Jetzt schauen wir erstmal unser Zuhause an. I'm coming home. Siehst du die Andockbuchte? Moon passt perfekt da rein. Das Andockverfahren kann etwas fummelig sein, also lass es langsam angehen. Achte nicht auf die Drohne, sie ist dem Bereich zugewiesen, für kleine Aufgaben und so. Aber versuch nicht reinzufahren. So, wie komme ich da rein?
Ah, ich muss da unten rein, oder? Muss ich unten reinfahren? Muss ich da rein? Luftschleuse, da muss ich irgendwo hin. Undock, oh Gott. Hilfe, Also ich finde, ich habe einen guten Job gemacht. Das heißt, ich muss irgendwie da runter, ne? So, ich würde sagen, das zählt doch absolut, oder? Undock. Yes. Wir gehen rein. Look at me. Verstanden. Nice. Und wo ist meine Schleuse? Hier. Boah, jetzt will ich mal zu Hause sehen. Ich bin in der Luftschleuse. Ausgezeichnet. Zieh den Anzug aus und funk mich an, wenn du drin bist. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Das ist alles. Brauche ich nicht eine Decompression? Hey, lass dir Zeit. Es war ein großer Tag. Ja. Danke, Tim. Keine Sorge. Wir sehen uns drin. Decompression? Nein? Ja, vielleicht? Das Spiel ist ja voll cool. Spiele ich auch bald. Mega nice, weil du halt auch echtes Meer und echte Lebewesen im Meer erforscht. Okay, das ist nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es ist eigentlich okay. Aber es ist extrem einsam. Funkspruch, extrem einsam. Ja, bitte. Zum Aufstehen, zum Ändern der Sicht. Macht das... Ist das Richtige? Hey, Tim. Endlich. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Drück den Knopf da auf dem Bedienfeld. Ist das der Lichtschalter? Wart's ab. Oh. Okay, jetzt sieht's bestimmt richtig schön aus gleich, ne? Jetzt. Neue Benutzer identifiziert. Stanley Moray, Arbeiter Level 3. Willkommen an Bord. Stan, das ist Mercury, das neueste Mitglied der Uni-Trench-Familie. Der Computer spricht jetzt? Mehr oder weniger. Merc ist ein besserer Taschenrechner, aber er hilft bei der Verwaltung und so weiter. Erwarte nur keine Debatten über den Sinn des Lebens oder ähnliches. Ah, ziemlich schick. Du bist es wert, Stan. Nur das Beste für Uni-Trench-Mitarbeiter. Aha. Warum glaube ich, dass du scherzt? Ich bin beleidigt, Junge. Okay. Wie auch immer, jetzt wo ihr euch kennt, solltest du Zugang zu allen Räumen haben. Alle Räume sind jetzt offen. Ich gebe dir einen Moment Zeit, dich mit all den luxuriösen Einrichtungen vertraut zu machen, die dir zur Verfügung stehen. Übrigens gern geschehen. Ich würde mit dem Lagerraum anfangen und sicherstellen, dass alle Sachen heil angekommen sind. Oh. Schön. Ah, hey. Eine Polaroid-Kamera. Der letzte Typ muss die hier gelassen haben. Ich glaube, alles ist gut angekommen. Gott sei Dank. Wenn da irgendwas mit passiert wäre. Ja, ich sollte sie irgendwann aufhängen, ohne irgendwelche Löcher zu bohren. Wie tief bin ich eigentlich? Hey. Mission abgeschlossen. Ist das Ding an? Ist das Ding Was an? Was ist denn das? Okay, wir gucken uns jetzt mal ganz entspannt unsere Hood um. Passt da nicht alles vom Ton? Hast du den Rest des Tages frei. Fühl dich wie zu Hause und ruh dich aus. Morgen Geil. Geht es an die Arbeit. Gute Nacht. Kann ich Gute Nacht, Tim. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, was ich gerade durchgemacht habe. Das sage ich auch immer, wenn ich ins Spiegel gucke. Ach, ich kann mein Gesicht, oh Gott, das war ich nach der Gamescom, Leute. Oh, geil. Ich nach der Gamescom. Ziemlich exponiert. Zum Glück bin ich allein. Scheint irgendwie überflüssig. Warum ich wäre halt so ungern alleine dort. Ich hätte doch, ach ja, ja, schön. Ich kann das schaffen. Oh, hey, ein Computer. Sie haben es wirklich übertrieben. Oh, das ist Tim aber cozy. Meinte, ich kann immer von hier aus anrufen.
Oh, ich könnte die Ansicht auch ändern. Oh, es ist cute. Hm, da ist eben meine Schwester. Oh, das Bettchen. Aber nein. Nein, warum? Von der Retro-Computer. Okay, was mache ich da? Können wir dir ein bisschen zugucken? Tatsächlich. Bisschen komplizierter als ein Telefon. Ruf Emma an, wahrscheinlich meine Frau, ne? Ich glaube, das müsste gehen. Hallo, hier ist Emma. Ich bin gerade nicht da, natürlich. Also sprich nach dem Pieps. Verdammt. Hi, Emma. Ich bin's, Stan. Ich meine, ich bin's. Hi. Ich bin gut runtergekommen. Ich weiß, dass ich nicht, was wir sagten, bevor ich ging. Du sagtest, du bräuchtest Freiraum, ja? Und ich brauchte Freiraum. Also, ja, das ist Freiraum. Tim hat mir ein Telefon besorgt. Natürlich, unter der Nummer, die ich dir gegeben habe. Er sagte, die Leitungen sollten jetzt repariert sein, aber naja, es ist von Unitrench, also wer weiß. Oh, wie bad. Ich vermisse uns. Ich vermisse... Ach, weißt du was, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ruf mich an. Okay, na gut. Du solltest ins Bett gehen. Das ist ja super sad, so halb in der Trennung, nochmal hier unten. Für wen ist das? Hier unten ich bin der Einzige hier. Furchtbar, sich hier unten dann noch einsperren. Das ist eine riesen Klopapierrolle. Die brauche ich. Das ist ja voll sad, so du bist eh allein unter Wasser und dann bist du so in der Trennung. Na. Oh, wie cool. Das ist ja geradezu gastfreundlich. Die Küche ist süß. Mit Fernseher und allem. Hey, das würde ich mit jemand teilen wollen. Mega nice. Ja, das wird schon gehen. Das Wetter vor der Küste ist geil. Ruhig für die Jahreszeit. Gute Nachrichten für die hiesige Segelregatta, die morgen beginnt. Ich schätze, das Ding ist meine einzige Gesellschaft hier unten. Ich mag sehr, wie er redet. Das erinnert Emma mich sehr an zu haben den Ethan Mars. Und das hat mich auch damals schon so beruhigt. Mega lustig. Cool. Das ist ja mega nice. Stell dir mal vor, man kann in sowas Urlaub machen. Das verdammte Ding ist zugefroren. Das könnte ein Problem sein. Ja, das muss ich ja jemandem sagen, ne? Okay, dann gehen wir mal schlafen. Ab ins Bett. Geil. Geil. Hier geht's ja nochmal runter. Hier war Lagerraum und hier ist mein Bettchen. Nice. Gut. Dann, ah, oh, das sieht so schön aus. Dann ab in die Kajüte schlafen. Da hätte sogar ich Bock drauf, da mal zu pennen. Oh, morgen ist ein großer Tag. Da sollte man sich ausschlafen. Ja. Aber zieh doch deinen Anzug aus. Ist ja doch bequem. Raus mit den Sachen. Wahrscheinlich geht's nicht, ne? Weil man immer bereit sein muss für einen Notfall. Würde ich direkt mal meine Gasflasche und alles neben mich stellen. Was? Ich träume jetzt, ne? Wo bin ich? Ich war... Was ist das? Wie nice. Crazy. Da stimmt was nicht. Das ist... Oh! Bisschen was für Backrooms. Into the Backrooms. Gott, Herr, Hilfe. Was passiert hier? Oh Gott, ich glaube, das Haus ist meins und ich glaube, ich bin irgendwie in Trennung mit meiner Frau. Wahrscheinlich wegen irgendeinem Schicksalsschlag. Und jetzt verarbeite ich das hier unten. Oder das Meer lässt mich Albträume haben, wahrscheinlich. Ich glaube, das Meer lässt mich Albträume haben. Irgendwas Böses ist hier. Das war richtig nice, ne? Schon richtig cool gemacht. Okay, ab ins Horrorhaus. Ich kann da gar nicht rein. Ich muss hier weiterlaufen. Nein. Oh, Unfall. Autounfall. Auto. Oh je, jemand ist gestorben. Ja.
Beende Stans ersten Tag unter Wasser. Tag 2. Routine, Home 1-1 Bereich. Ach, da ist bestimmt irgendein Unfall passiert. Das Kind oder so, ja. Deswegen leben die in Trennung. Was war... Was war das? Gleich am ersten Tag hier, schlechte Träume. Vielen Dank dafür, Tim. Ach so, ich bin deswegen jetzt wach, ne? Geil. Aber hat sie geantwortet? Für mich ist gleich das Wichtigste. Das Teil wohl irgendwelche Spiele hat? Ach, witzig. S. Murray. Nee, guckt er nicht, oder? Egal. Wir gehen weiter. Ich würde es mal gern duschen nach so einem Albtraum. Ah, da ist eine Kiste. Die könnten nützlich werden, falls was Schlimmes passieren sollte. Das ist doch die Stimme von Ethan Mars, oder Autos. Nicht? Ach, was ist los mit dir? Warum kannst du es nicht einfach sein lassen? Aber was? Erzähl uns mehr. Guten Morgen, Stanley. Stanley. Es ist 7:32 am Dienstag, den 27. März. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Gibt's Kaffee in diesem Wrack? Wird überprüft. Ja. 10 Kilogramm Happy Morning Instant Kaffee sind noch übrig. Witzig. Großartig. Cool, dann machen wir mal einen Kaffee. Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Das ist so richtig nice. Das erste, Leute, was ich auch trinke am Morgen, ist schon Kaffee. Ist auch eine Karte. Ziemlich detailliert. Bereich ist gut kartografiert. Also alleine ist es bestimmt traurig hier unten. Aber mit anderen Leuten... Okay. Mal sehen, was du so kannst. Cool. Das ist doch... Das sieht aus wie eine Smack... Aus wie eine Smack-Kaffeemaschine. Oh ja, ich habe so Hunger und habe irgendwie Bock auf Kaffee. Oh. Das ist ja gar nicht schlimm. Gar nicht schlecht. Luft schmeckt hier unten einfach am besten. So. Muss ich hier... ruft Tim an. Ah, Tims Anruf annehmen. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich die Aufträge rein, ne? Ehrlich gesagt, nach einer Trennung wäre das das Letzte, was ich machen würde. Unten einsperren, ne? Ich auch, ich würde da nur heulen. Morgen, Tim. Da ist er ja. Wie war die erste Nacht? Es war... gut. Wenn das Riesenölkonglomerat-Ding nicht funktioniert, hat Unit Trench eine strahlende Zukunft in Matratzen. Nur das Beste für unsere kleine Elite. Also, bereit für den Tag? Ja, klar. Ja. Gut. Schau dir die Aufgabentafel zu deiner Rechten an. Sie zeigt jeden Morgen die täglichen Aufgaben an. Da hinten Augen? So einfach? So einfach. Man sieht sich. Okay. Ich mag es auch, dass man eigentlich immer direkt weiß, wo man hin muss. So, Routinemission annehmen. Wahrscheinlich auf der Karte, oder? Huch. Give me the card. Können wir nochmal einen Kaffee-Luft holen? Luftiger Kaffee, mal anders. So, wo kann ich denn die Routinemission annehmen? Karte, Weckruf, Tims Anruf, Kaffee trinken, Kaffee machen, Routinemission habe ich noch nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich runter. Da, Aufgabenterminal. Sorry. Okay, das hört sich einfach an, relativ gesehen. Mhm. Von Algen reinigen, ein kleines Leck. Wir machen erstmal Algen reinigen. Grüne Algen ernten. Das mache ich unten, ne? Das ist schon süß, wie man so anfängt.
Computer. Gamescom war sehr schön. Ei, man gewöhnt sich nie an den Fall. Mikro funktioniert wohl. Wieso? Salzwasser ist die schwierigste Testumgebung der Natur. Hier geht alles kaputt. Ist nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist die Aussicht gut. Du wolltest doch weg. Weiter weg als hier kannst du nicht. Es ist so. Witzig, wir haben den Gartenbereich. Wie lustig. Das Blau ist faszinierend. Wunderbar. Pass nur auf und verirre dich nicht. Crazy. Ich höre doch die ganze Zeit irgendwelche Orcas da hinten. Vor denen hätte ich ein bisschen Angst. Ich habe aber letztens von euch gehört, dass die waren Verräter Delfine sein sollen. Ankunft im Garten. Gut. Eine invasive Algenart hat sich eingeschlichen. Du musst sie jäten. Ich wollte schon immer Gärtner sein. Also das ist doch... Kann man mal gucken, ob das die Stimme von Ethan Mars ist? Ich glaube, ich ganz arg viel machen. Ah, natürliche Ressourcen. Ah, schrecklich. Schon, aber sie erzeugt riesige Mengen O2. Kann mal nützlich werden. Algen, gibt's ja auch SpongeBob? So. Was ist mit dem Zeug? Ich muss auf meine Luft achten. Ich dachte, es braucht warmes Wasser. Also, ich habe von so etwas wirklich keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob sie schon wissen, also die Auftraggeber, dass hier unten... Oh, süß! Oh, wow. Hey da. Süß! Lass mich raten, Joe. Ich glaube, die machen das kaputt, oder? Die fressen das, oder? Hey, du. Er ist hier in der Gegend ziemlich berühmt. Hat den Rest seiner Kapsel wohl vor einer Weile verloren, der arme Kerl. Oh, du Fetti, komm Keine her. Sorge, er weiß nicht. Süß. Ah, ich kann's wiggeln. Ah, oh, süß. Süß. Guckt euch das Brot an, wie es schwimmt. Mission erfüllt. Süß. Ich will dich umarmen, bitte. Lass uns ein Selfie machen. Oh. Komm, folg mir. Ja, komm mit. Komm mit. Ja, es folgt mir. Süß. Wirklich gut. Oh. Ah, das sollte helfen. Sorry, ich bin echt bei sowas richtig hyper. Signalverlust. Verstanden. Oh. Ich sterbe. Es ist einfach so süß, das Brot. Wo ist es denn jetzt? Da schwimmt's. Süß. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber hast du Emma erreicht? Nein. Hab's versucht, aber sie war weg. Sie hatte keinen Bock. Ja. Guck mal, da wird sogar angezeigt, der kleine Racker da unten. Alles in Ordnung bei dir? Sie war nicht froh, dass ich hier runter wollte. Umweltbewusst, wie sie war. Ah, ich... Tja, ich verstehe, absolut. Ich glaube, ich hätte mein U-Boot gehen können, aber ich finde es so gerade viel schöner. Genug Luft habe ich auch. Wir werden sehen. Wie findest du es? Ist anders als Tauchen im Hafenbecken. Also, naja. Das letzte Mal war nett, aber das fühlt sich wirklich wichtig an. Das stimmt. Geht nichts drüber. Als du angefangen hast, war das wohl anders. Du würdest es kaum erkennen. Oh, hi. Ich kam damals ja direkt vom Boot. Fischtrawler zur Tiefseewartung. Der wilde Westen. Unitrench brauchte jeden, den sie kriegen konnten. Hört sich vertraut an. Stimmt. Ich glaube, ich hatte mal so eine. Pass auf damit. Nice. Hab ich alles genommen. Alles habe ich euch genommen. So. Ich glaube, ich hätte das U-Boot nehmen können, aber ich finde es gerade, wie gesagt, so schön. Mal ein bisschen was von der Welt zu sehen. Genau, also... Definitiv ein Leck hier, Tim. Ob er den Ethan Mars von Heavy Rain gesprochen hat. Quillt etwas aus seinem Rohr. Ja, so ist es. Abfluss aus der Raffinerie. Na toll. Widerliches Zeugs. Okay. Keine Sorge. Folge dem Rohr, bis du die Flusssteuerung erreichst. Da
Das sollte es stoppen. Verstanden. Okay. Die Firma hat das System zuletzt ziemlich strapaziert und die Nachfrage war noch nie höher. Moderne Produktion, Kundenbedarf, Kriege, sowas halt. Es kann also mehr Lecks geben. Kleine, die irgendwo auftauchen, verstehst du? Okay, müssen die Lecks also alle finden. Okay, ihr schreit, wenn ihr Lecks seht, ne? Ich glaube ich wirklich mein U-Boot nehmen sollen. Ich hoffe, ich folge den überhaupt in die richtige Richtung. Ah, hat er nicht, okay. Da ist noch eins. Aber markiert er das jetzt auch überhaupt, oder? Der Umbruch. Die ganzen Drohnen, gehören die zu mir? Haben sie ja schon ganz schön breit gemacht. Ist wieder eins. Wow, durch den Strudel, da will ich mal, durch den Schwarm. Hier ist noch eins. Aber ich sollte doch dem Rohr folgen. Hieß es doch, oder? Ja, hier. Rohr führt in eine Höhle. Gut, das Ventil sollte drinnen sein. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. No, let's go. Ich nehme gleich die Luft, aber erst, wenn ich nur einen Strich habe. So, noch nicht. Jetzt aber. Das ist wie ein Abwasserkanal. Das Wasser ist dreckig. Ich sammle alles ein. Alles meins. Mehr Kohle kann man immer gebrauchen. Ah. Dort stellen wir das aus, oder? Das reicht hoffentlich. Das Leck ist nicht wirklich repariert, aber es... leckt nicht mehr. Ja. Sehr gut. Die Fischlein vor Ort sind dir sicherlich dankbar. Geh erstmal zurück zum Lebensmodul. Ich will es nicht vertreiben bei deinem... Passiert. Tim? Tim, bist du... Oh. Verbindung weg. Okay. Ich habe auch schon gar keinen Bock auf Haie, ne? Ich geh besser zurück. Ja. Ich hätte noch gern ein paar mehr Luftsticks. Dass es die Sticks nicht irgendwie bei mir daheim gibt, müssen wir gleich mal drauf achten. Unerledigte Mission im Menü. Wir sind zurück. Entschuldigung, passiert ab und zu. Ah, eine Robbe fotografieren? Yo, aber wie? Thema Werkzeuge. Da ist ein Crafting-Tisch im Lagerraum, der jetzt aktiviert ist. Oh, nice, ja. Craften. Hab ich schon bemerkt. Craften, craften. Normalerweise wären die Einstiegsbaupläne bereit, aber wir hängen etwas hinterher. Kannst die Lernsticks einsammeln. Ja. Ah, okay, aber wo sind die jetzt, die Lern? Ich glaube, ich habe noch keine. Ganz schön gruselig irgendwie so, wie es jetzt aussieht, sieht es ja auch. Oh Gott, was ist das schon wieder? Die Orcas, ey, vor denen hätte ich richtig Schiss. So alleine... Ich hatte einfach die ganze Zeit Angst. Oh, was ist denn das hier für eine Armee? Ja, was ist denn das? Schildis. Oh. Wie fotografiere ich denn? Was immer du tust, mein Freund, du machst es richtig. Ich wünschte, ich wäre so hier. Entspannt.
Emma wird das lieben. Okay, mach einfach das Bild. Oh, nice. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja. Kannst du richtig voll die coolen Fotos machen. Da kannst du ja richtig nice Fotos machen. Ich mache jetzt mal ein bisschen die Musik leiser und den Ton ein bisschen lauter. So. Musik ein bisschen leiser. Die Sprachausgabe passt so. So. Okay, back to home again. Ach, ich kann auch in den Ding-Modus gehen. Ja, das ist natürlich geil. Also ihr könnt es auch im... Oh, ich bin immer noch im Fotomodus, deswegen. So. So. Erstmal die Orcas fotografieren. So, nächstes Mal erinnert mich, dann nehmen wir das U-Boot. Aber da brauche ich halt auch Benzin, ne? Deswegen, ich weiß nicht... ob man das so verschwenderisch schon sein sollte. Will Unit Trench das nur ins Meer streuen? Was ist denn das alles? Sauerstoffstab. Ah, Herstellungsanleitung. Nice. Das sind so Blaupausen im Prinzip. Okay. Dann gehen wir mal wieder home. Zurück an die Arbeit. Niedriger Sauerstoff, Kollege. Gehen Sie bitte einmal hoch. An die Arbeit machen. Hey, warum? Ach. Baupläne suchen. Ach so, deswegen. Ich suche noch Baupläne. Ach so. Wo ist denn noch der letzte? Vielleicht hier unten irgendwo bestimmt, oder? Plastik. Nehme ich gerne. Das nehme ich auch gern. So viel Müll. Metall. Ja, stimmt, ich kann ja eigentlich alles scannen. Habt ihr irgendwo noch die letzte Blaupause gesehen? Ich würde doch gerne noch die Robbe abfotografieren. Komm. Die ist so süß. Obwohl, ist so weit weg. Ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff. Machen wir später. Die ist bestimmt noch da. Aber hier ist irgendwas mit Moon. Wo ist denn noch die letzte Blaupause hin? Die muss doch eigentlich auch hier irgendwo sein, oder? Die große Kiste, die kann ich nicht öffnen, nee. Das geht nicht. Oder muss ich mich dazu hinstellen, ne? Kann das sein? Nee, auch nicht. Ah, hier ist die Kiste. So weit weg. Ich hoffe, das ist die Bauanleitung. Ah. Ah, da ist sie, ja. Hab sie. So. Geh rein und baue schon mal. Nice. Jetzt können wir uns nämlich wieder Sauerstoffstäbchen machen. Sauerstoffstäbchen. Muss ich jetzt in die Moon rein? Oder in meine Hood? In meine Hood? Warum wurde mir die Moon angezeigt? Zurück an den Tisch. Versuch es. Okay. Ah, das war das, was wir vorhin gefragt haben. Ob das da ist. Ja, ich denke, ich habe genug, um etwas auf die Beine zu stellen. Yes. Okay. Yes. So einfach. Und yes. Nice. Sollte ich Tim sagen. Was haben wir? Reparatursatz. Kann verwendet werden, um ein eigenes U-Boot zu reparieren. Brennstoff. Oh ja, für Öl. Das brauchen... Ah, da fehlt mir Plastik. Ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan davon, dass wir Plastik sammeln und uns erstmal Öl machen für die... für unser U-Boot. Als nächstes. Da gehe ich kurz nochmal raus, hol ein bisschen Plastik. Weil ich würde gerne mit dem U-Boot noch ein bisschen rumcruisen. Tim, ich bin ein offizieller Meister-Recycler. Yes. Gute Art, Müll zu recyceln. Kannst du da herausfinden?
Definitiv. Jetzt stellen wir mal fest, wo diese Kommunikationsprobleme herkommen. Prüfe die lokalen Signale draußen. Folge den Markierungen. Das kann ich machen. Ist dein Ende. Okay, ich gehe aber erstmal runter, also raus. Und dann machen wir uns erstmal nochmal ein Öli. Und dann gehen wir weiter zur Mission. Los geht's. Da hat's ein... I need Plastik. Gib mir Plastik. Hier ist schon wieder eine Bauernleitung. Ah ne, ist meine alte. Oh, hier ist Plastik. Geil. Eine Flasche weniger im Meer. Ja. Sind eh zu viele überall. Vielleicht noch irgendwo Plastik. Plastics. Give me some Plastics. Ich glaube, dann baue ich mir das jetzt schon. Weil dann kann ich, habe jetzt wenigstens schon mal Öl. Antenne, Signalempfänger. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich. So, was geht hier? Was ist hier los? Was ist hier riesig? Voll die riesen Base und ich bin hier ganz allein. Gut, empfange die Berichte. Ja, die Wartung lag genau richtig. Antennenproblem. Stan, überprüfe bitte die Antennen. Claro, bin auf dem Weg. Okay, und die sind wo? Da oben. Okay, dann nehme ich jetzt aber mein U-Boot. Was sind das für eklige Geräusche? Ah, das sind die Drohnen. Pfui. Ich brauche Plastik. Okay. Dann gehe ich jetzt rein. Leerer Sauerstoffstab. Oh, die kann ich tatsächlich wieder einsammeln, ne? Boah, da müssen wir echt drauf achten, Leute. Hm. Ach, endlich. Okay. Let's do this. Kämpft weiter dafür. Sirfinder Foundation. So, jetzt will ich einmal hier, einmal auf jeden Fall das. Let's go. So. Geil. Kann ich jetzt mein U-Boot aufladen? Dann können Sie mit dem U-Boot weiter. Mit dem U-Boot. In die wilde blaue Weite. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt hier die Antenne stört. Yeet. So. Erstmal Scanner. Wo war nochmal die Antenne? Warum wird mir das gerade nicht angezeigt? War das nicht hier irgendwo? Oh, was ist das? Da ist doch die Antenne. Da beim Wal. Ich dachte gerade, Blauwal scannen. Okay, hier ist es. Jum. Da muss ich hin. Wie witzig, ich komme wieder. So, flop. Ah, muss ich hier unten hin? Yep.
Alles gut. Okay, das heißt, ich muss hier nichts mehr machen. Oh, ich dachte gerade, das wäre was. Oh Gott, ich werde paranoid, Hilfe. Muss ich hier nichts mehr machen? War es das? Kaputte Antenne finden. Da ist wieder eine. Wir müssen einfach die Antennen abklappern. Da, die ist doch kaputt. Nicht weglaufen. So. Ich glaube, hier gibt es auch ganz schön viel einzusammeln. Was ist denn das? Ah, das ist die Antenne, ne? Yep, die ist kaputt. Und wer war das? Ein Tintenfisch, oder? Das war ein Riesensquid. Das war ein Riesensquid. 100 Pro. So, ich habe sie gefunden. Sie ist kaputt. Oh ja, das ist die richtige. Tim, ich bin bei der Antenne. Da stimmt was definitiv nicht. Okay, ich melde das. Schau dir an, was genau passiert ist. Das war ein Riesensquid, sag ich dir jetzt schon. Ich seh's schon. Oh shit, nein, ich gehe da jetzt nicht nach, oder? Oh Gott, das sind Riesenketten. Oh oh. Nein, die liegen hier schon eine Weile. Muss ich das machen? Da war ein Schatten genug, jetzt macht mir keine Angst! Es sieht nach Öl aus. Eine Ölspur. Okay, hier hat jemand eine Drohne nämlich kaputt gemacht. Oh, bloß keinen Stromschlag kriegen. Da bist du. Sieht nicht gut aus. Tim, ich habe eine Drohne gefunden. Ist wohl ins Öl geraten. Ist voll von dem Zeug. Das ist nicht normal. Andererseits passiert das neuerdings öfter. Ich werde es denen oben melden, aber sie sind nicht für schnelle Reaktionen bekannt. Okay. Da war ein Schatten. Denkst du, wo denn? Jemals an deinen Vater? Warum fragst du? Weiß nicht. Das Alter holt mich ein. Letzte Woche auf der Bohrinsel, da waren diese Trawler. Erinnerte mich an meine Zeit mit deinem Dad, wie wir Netze einholten. Das waren Zeiten. Manchmal. Was? Ja, ich denke an ihn. No. Manchmal. Gut. Nimm den Rest des Tages frei. Oh, und vergiss nicht, das Logbuch auszufüllen. Ist wohl wichtig. Dann bis morgen. Nicht irgendwo eine Kiste? Legen wir los. Ist hier nicht irgendwo eine Kiste? Vielleicht kann man später auch noch graben. Schiff. Eine Titanic. Aber oh mein Gott, das wird heil. Da muss ich jetzt aber mal stöbern. Sieht richtig geil aus, gell? Mega nice. Okay, komm, wir wurschteln uns da jetzt rein. Okay, Plastik, Plastik. Gut, gut. Du gehörst nicht hierher. Okay. Ich glaube, mehr gibt's hier gar nicht, ne? Ach, da kann man durch. Kann ich mich da durchquetschen oder werde ich es bereuen? Boah, ich glaube, ich lasse es mal. Ich hätte echt Schiss auch im echten Leben, dass ich da einfach stecken bleibe. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Ich habe ja genug Luft. Metall. Oh, das ist voll viel. Let's go! Sieht aus wie ein Schlepper. Mitten auf dem Meer.
alles seltsam. Oh, glänzt. Oh, glänzt. Oh, da geht's noch runter. Aber hallo, da bin ich doch voll dabei. Ich kann ja eigentlich auch gehen, ne? Ich kann mich ja eigentlich auch hinpflanzen. So, viel besser. Man kann ja dann auch laufen, habe ich ganz vergessen. Oh, ein alter Taucherhelm. Wir halten das Meer sauber. Der ist so lustig. Okay, nice. Die Riffhaie werden mir ja wohl nichts tun, oder? Oder? Okay, ich glaube, ich bin glücklich. Kann man einen Hai mit der Hand füttern? Komm bloß nicht auf die dumme Idee. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Schiss, weil irgendwie die Musik ausgegangen ist. Okay. Es ist kalt da draußen. Soll ich ein Foto von den Haien machen? Guter Punkt eigentlich. Das kann ich sogar so machen. Ja, wie nice. Das wird gut. Nee, das ist nicht gut. Oh. Das ist ein schönes Bild. Ja, nice. Süß. Okay, gehen wir zurück zur Luftschleuse. Voll cool, wenn ihr LB drückt, kommt ihr direkt hin. Der zeigt es euch direkt, wo ihr hin müsst. Der ist echt cool. Das ist cool, dass du direkt weißt, wenn du irgendwie weit unterwegs bist, wo du hin musst. Das gefällt mir. Wisst ihr, was ich richtig geil fände, wenn es hier so ein Schulo geben würde? Wobei, ich fände es nicht so geil. Endlich. Obwohl, wenn ich zugucken dürfte, dann fände ich es geil. Okay, gib Friemel, let's go. Yes. Yeet. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Yay. So, jetzt würde ich sagen... Ach, ehrlich, das war ein Tag. Es können nicht alle so lang sein. Freizeit, das ist doch schön. Stimmt. So, Logbucheintrag. Für dich. Hallo, Benutzer Stanley Moray. Für Ihre Sicherheit und Privatsphäre werden Gespräche aufgezeichnet. Okay. So, wir gucken mal, ob wir noch was Neues erstellen können. Ich glaube aber nicht, weil wir brauchen sonst einfach noch mehr Blaupausen. Strände und so. Um den Einfluss der Menschheit zu minimieren. Okay. Also gut, mal sehen. Vielleicht noch Sauerstoffstab. Reparatursatz. Ah, da habe ich schon einen. Upgrades, Dekoration, Fotomodus. Also können einiges machen, aber auch nicht so, dass es unangenehm viel ist. Das finde ich gut. Sauerstoffstäbe reichen mir auch erstmal. Solltest du auspacken. War sicher teuer, das Zeugs hier. Ja, das glaube ich auch. Okay, let's go. Was haben wir hier? Bohrstationen zeigen überall grün. Überall summt es munter vor sich hin. Wie viele Fässer diese Dinger wohl ausstoßen? Okay. Und wo soll man das jetzt ausleeren? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Ich würde noch gerne einen Kaffee nehmen. Bitte. So. Okay, dann nehmen wir jetzt wieder unseren Kaffee. Let's go.
Man kriegt bestimmt auch eine Erlaubnis oder einen Pluspunkt, wenn man ganz viel Kaffee trinkt. Weil ich glaube, dass das dann ein Achievement gibt wahrscheinlich. So, let's go. Was gibt's hier so? Das ist wieder die Robbe. Ah, die Robbe. Kann ich ein Foto machen? Joe. Hey, Joe. Ich will ein Foto machen. Geht nicht. Was mache ich mit dem Kühlschrank? Was haben wir denn? Geht der wieder? Mach mal auf. Geht nicht, ne? Freizeit. Ich gehe nochmal, ich gucke nochmal, ob ich meine Ex kontaktieren kann. Das wäre definitiv interessant. So, Dalele. Um die Stimmeigenschaften dieser Einheit zu ändern, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung. Oh, da ist ja auch was, habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, das ist mein Sammelstück. Hier ist so ein kleines Sammel. Stell dir vor, du setzt dir das Ding auf. Ach, süß, hier ist so ein kleines Sammelregal. Diese Typen waren entweder cute oder echt betrunken. Okay, wir gucken mal, ob wir die jetzt kontaktieren können. Duschen. Ist das Süßwasser oder benutzen sie das Zeug von draußen? Du hast noch nicht geduscht? Okay, wir gucken nochmal, ob wir ihr irgendwie eine Nachricht schreiben können. Ich finde, jetzt ist ein Tag vorbei, jetzt kann sie sich ruhig mal melden. So, was ist los hier? Okay. Dann gehen wir schlafen. So. Oh, süß. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was war. Ich glaube, dass unser Kind gestorben ist, tatsächlich. Oh nein, wir träumen schon wieder schlecht, ne? Oh nein. Nein. Nicht schon wieder. Das gefällt mir nicht. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Beendet Tag 2. Oh, jetzt ist das Wetter schlecht. Ey. Oh, die Robbe will mir irgendwas sagen. Schon wieder. Was ist nur mit diesen? Oh, mein Kopf. Ach Gott. Okay. Ich muss unbedingt zur Robbe. Ist es mein Wecker oder? Wenn ich was Nettes sein können, oder? Oh, kann ich jetzt pinkeln? Auch wenn es nicht so aussieht, als würde ich Gäste haben. Oh, hat er auf den Brand gepinkelt? Oh, no. He did it. Okay. Oh, süß, der Hund. Ich hatte noch nie einen Traum. Einen Albtraum. Wie dies. Die Robbe will sagen, flüchte lieber. Als würde mein Gehirn durch meine Augen ausbluten. Ich finde es so cool, wie er redet. Okay, und okay. Fangen wir den Tag erstmal an. Wie er redet, wie er erzählt, finde ich richtig nice. Sag, ändere Nutzernamen auf nur Stan.
Ändere morgen Weckruf. Guten Morgen, nur Stan. Ich hoffe, Ihnen gefiel der Heavy Rock Alarm. Nicht wirklich, Mark. Nicht wirklich. Hallo, nur Stan. Wieder Kaffeemaschine. Witzig, dass er jeden Tag mit Kaffee anfängt. Kaffee machen, Weckruf. Die Routine. Ich habe noch nichts gegessen, möchte ich hier mal anmerken. Im Gegensatz zu den gestrigen Berichten gibt es nun Anzeichen für den möglicherweise schlimmsten Sturm in der jüngeren Geschichte. What? Ich hoffe, es gibt Pläne dafür. Oh, krass. Lebensmodul ist recht offen. Oh, oh, Sturm, es kommt der krasseste Sturm überhaupt. Die hat mir gesagt, wenn... Tja, ich schaffe das. Ja, ja, natürlich hat ihr das gesagt. Hm. Ja, Luftkaffee. Besser. Die Robbe will besser, irgendwas. Besser. Die ist so aufdringlich. Kopf pocht aber noch immer. Hey, Joe. Hey, oh, oh. Süß, ich möchte es berühren. Schlaues Kerlchen. Süß. Oh, können wir den nicht reinlassen? So eine Hausrobbe? Eine Hausrobbe, oh Gott. Oh. Bewegen wir uns? Oh, oh. Gott, diese Kopfschmerzen. Der ist ziemlich entspannt noch, ne? Soll ich mal probieren, hochzuschwimmen gleich? Tim, schon wach? Ich war schon wach, als du noch im Tiefschlaf warst. Was gibt's? Wollte mich nur melden. Ist alles noch fremd hier. Ich bin gleich bei meinem dritten Kaffee. Schau auf die Missionstafel und sag Bescheid, wenn du im Wasser bist. Klar. Und Vorsicht mit dem Koffein, alter Mann. Verstanden. Geil. Okay, dann gehen wir mal runter. Oh, oh, nicht bevor ich weiß, was ich tue. Ah, ja, gut. Sollte mir die Aufgabenliste schnappen. Routinen. Ah, die Aufgabenliste war ja hier. Aha, wieder mal Wartung. Wasserstoffgeneratorausfall. Okay. Dann nehmen wir die an. So. Okay. Dann verlassen. Ich schwimme mal nach oben. So. Sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Wie war dein Kaffee? Ich mochte das billige Zeug immer lieber. Supermarktkaffee, Pulver, großer Löffel Zucker. Ah, ein Feinschmeckert. Naja, es hilft halt. Wie war deine Nacht? Besser? Nicht wirklich gut. Seltsamer Traum. Dröhnender Kopf. Warte mal. Kopfschmerzen? Stark? Ziemlich. Das Sauerstoffsystem hat wohl ein Problem. Ah, ich muss so weit weg, okay. Das könnte der Grund sein. Lass mich. Mist. Ja, die Mischung stimmt nicht. Sorry. Hätte ich früher bemerken sollen. Es geht schon. Hätte ich früher... Okay, let's go. Neue Aufgabe. Höchste Priorität. Check die O2-Systeme des Moduls. Aber yes. Lass die anderen Aufgaben nicht aus. Okay. Na gut. Ich gehe jetzt hin. Gucken, ob ich hoch kann. Ihr könnt Elton sagen, ich brauche noch eine Stunde. Bin jetzt ein bisschen verzögert alles. Boah, kann ich echt hoch? Das wäre natürlich nice. Ich probier's mal. Ja, wir können hoch. Oh, nice. Wow. Wow. Okay. Krass. Gruselig, oder? Okay, wir gehen lieber wieder. Oh mein Gott. Holy moly. Okay, ich wieder runter. Okay, ich will wieder runter. Hier lang. Okay, krass. Man kann echt hoch. Dahin. Okay, nice. Ohne Sauerstoff meinst du, wenn ich ersticke? Das können wir noch machen. Let's go. Sie sagen, es ist ein Faustensturm. Ja, ich wollte gucken, ob die lügen. Die Muschelebene. Oh, jetzt ganz viel Zeug, das hole ich jetzt mal. Erstmal alles einsammeln, Leute. Die Sammelqueen ist da.
Hier ist wieder irgendwas exploded, glaube ich. Wie kommen die damit durch? Überwacht niemand diese Gewässer? Ja, ich glaube auch. Bin mal gespannt, weil er hat ja komische Albträume, was hier am Ende so für Stress sorgt. Okay. Ah, da unten ist es. Fisherman's Bank. Witzig, die Beschreibungen. Gibt's ja nicht auch eine Karte? Ja, Wahnsinn, ist die riesig. Oh Gott. Die geht bestimmt noch weiter dann in verschiedenen Ebenen, ne? Okay. Da. Wasserstoff, das ist das Wichtigste für uns. Wohl die Wasserstofftanks. Okay. Und Hammer an die Robbe. Ich muss von der Robbe ein Foto machen. Die hat was im Mund. Die hat was für mich. Was ist das? So, oh, eine Plastikflasche. Ja, gib sie mir. Süß. Süß. Oh, noch eine Plastikflasche. Ich muss ein Foto mit dir machen. Schön. Oh. Oh, ja, die will ich. Dann gehen wir da jetzt rein. Die Robbe kommt hoffentlich mit. Süß, die Robbe, Mann. Gib mir die Robbe. So. Okay, lass uns das aufbrechen. Bam. 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 Und nochmal. So. Kommt die Robbe mit? Ich da reinlauf. Verschlossen. Okay, was schreit da draußen rum? Okay, das heißt, wir müssen irgendwie erreichen. Okay, irgendwo muss ich doch hier hin. Lüftung. Algen. Komme ich irgendwie durch die Lüftung rein? Kohle. Das hole ich mir mal alles. Die komischen Drohnen sind auch schon wieder da. Schleimig. Hier die ganze Zeit gegen die Tiere. Ah, ich komme bestimmt von hier aus rein, ne? Look at this. Hat funktioniert. Aus was bestehen diese Dinger? Papier? Bauschaum? Okay, wie komme ich jetzt? Okay. Dann pflanzen wir uns mal hin. Sauerstoffstabautomat. Ja, gib mir Sauerstoff. Geil. Die nehmen wir alle mit. Hallo, du. Nimm einfach mal alle mit, ne? Ich bin egoistisch. Falls jemand anderes kommt und dann so stirbt, bedankt euch bei mir. Es sieht wie das Herz des Betriebs aus. Oh, warte mal, den soll ich doch fotografieren. Was ist das? Entschuldigung, ich bin nicht sicher, ob du diese Maschinen bedienen darfst. So. Okay, weg mit dir. Könntest du... Oh je. So. Ruf uns nicht an, wir melden uns. Da hatte ich aber Glück, ne? Der hätte mich auch voll anfurzen können. Stan, was du getan hast, hat's gebracht. Wasserstofflevel wieder normal. Ja, jemand wollte das System austricksen. Was auch immer das bedeutet, das Treffen mit der Wartungsabteilung ist eine Gelegenheit für ein offenes Ohr. Geh zurück, keine Eile. Du solltest dich mit dem Bereich vertraut machen. Okay, das heißt eine erkunden. Eine ganze Bootsladung netter Wracks liegt da unten noch. Oh, hallo. Und beende alle Routinearbeiten. Dafür wirst du bezahlt. Okay, cool. Also wir sollen ein bisschen erforschen. Na, schau an, schau an. Schlechte Nachrichten. Wir haben uns gegen dich entschieden. Mehr Glück beim nächsten Mal. Was, soll ich dir auch noch folgen? Das ist... Oh, stimmt. Ist nicht irre.
Folge es wird Tintenfisch. So oft gezeigt in Spielen, auch Dave the Diver, überall, dass so die Oktopusse einen immer irgendwo mitnehmen wollen. Ist das irgendwie so ein Phänomen, was es öfter gibt? Oder? Oder was soll das? So wie bei Delfinen. Okay, ich komme mal mit. Wenn es nicht zu weit ist, ne? Mein U-Boot ist da hinten auch noch. Ich hoffe, der kommt bald in die Pötte hier. Oh shit. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Vielleicht bringt er mich jetzt zu seiner Mama und die bringt mich dann um. Das wäre eigentlich taktisch sehr schlau. Wartet der auf mich? Ja, der wartet. Dann lass mich mal kurz dich scannen und dann hole ich kurz mein U-Boot. So, ich hole kurz mein U-Boot. Ich glaube, der bringt mich zu weit weg sonst. Das wäre mir jetzt... Genau, Dave the Diver in 3D. Es kam erst vor 3 Stunden raus, das Spiel. Ausrufezeichen. Under the Water UTW. Dann könnt ihr es euch anschauen. Ist echt nice. Wo ist mein U-Boot? Da hinten. Under the Water. Legen wir los. Dann machen wir das nämlich so. Das ist mir irgendwie zu weit weg. Uah! So, guck mal, wie schnell ich jetzt bin. So, wo ist denn der? Ist der jetzt gegangen? Der hat mich im Stich gelassen, oder? Ah, da ist er doch. Ach, der ist mir nochmal hinterher geschwommen. Wie nett! Der ist mir extra hinterhergeschwommen, damit ich mitkomme. Oh Gott, ich sag euch, das ist nicht gut. Oh, holy moly, was geht denn mit dir ab? Ich frag mich, was hier unten ist. Die Kronleuchter, die Kronjuwelen. Was willst du? Wo soll ich hin? Ich glaube, der hat genauso wenig Ahnung wie ich, oder? Kann es sein, dass ich hier raus muss? Und jetzt? Wolltest du mir das jetzt zeigen? Oh mein Gott, jetzt heil. Wolltest du mir das zeigen hier wahrscheinlich, oder? Weil der ist so und der ist so orientierungslos. Okay, gucken wir mal. Kleines Flugzeug. Aha. Aha, okay. Furchtbar, will ich gar nicht wissen. Es sieht so aus, als wäre ihm der Treibstoff ausgegangen. Musste er Notwasser? Schrecklich. Ich hoffe, der Pilot hat überlebt. Aber nur der Pilot, ne? Schwer. Oh, nice. Oh, wieder was für meine Sammlung, oder? Das würde sich gut im Lebensmodul ja. machen. Ist da noch irgendwas für mich? Boah, das ist ja voll viel, ne? Hm, ich glaube, da wollte er mich hinbringen. Metall kann man immer gebrauchen. Da unten ist auch noch voll viel Zeug. Let's swimmy. Oktopus noch da? Die Kronleuchter. Da ist noch Metall irgendwo. Und hier ist noch irgendwas. Ah, boah, da hätte ich aber Schiss vor den Haien nicht. Okay. Wer ist der Oktopöse? Da, der weiß immer noch nicht, was er machen soll mit mir. Der wollte mich hier wahrscheinlich einfach hinbringen. Was ist hier noch? Harte Landung. Ja, ich glaube, das war nichts mehr.
Glaubt ihr, der Oktopus will mich weiterbringen oder glaubt ihr, der chillt hier einfach nur jetzt? Das sieht so orientierungslos aus, aber hier ist ein Anker. Heißt es, dass hier noch... Oh, was ist denn das? Ich glaube, dass ich hier einfach mich noch ein bisschen umschaue jetzt. Ah, diese Geode kommt mir gerade recht. Ja, dann nehmen sie alle mit. So, was gibt's eigentlich so in meinem Menü noch für Quests? Sauerstoff prüfen soll ich ja noch. Aber hab ich doch eigentlich, oder? Oh, da hinten ist noch ein Tanker, da muss ich auch noch hin. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Mich voll ablenken lassen von dem Tintenfisch. From the Tinte. Voll dintet habe ich mich. Ich habe mich voll dintet. So, okay. Ciao. Dann gehen wir da nochmal hin. Da gibt es noch was zu tun. Das war ganz schön weit weg. Hier hinten muss ich hin. Da. Yay. Ich mag das Spiel auch. Das kam, wie gesagt, vor 3 Stunden raus. Under the Waves. Das ist sehr interessant. Könnt ihr euch gerne abchecken. Gibt es für Steam, gibt es für PlayStation 5, Xbox, Xbox Series, X und S. Ich habe es mir jetzt für Steam geholt. Also für alle, die so Spiele wie Subnautica, Dave the Diver und Dredge lieben. Let's go, Leute. Dredge war ja auch so gut, ey. Ich spiele jetzt schon seit so fast 2 Stündchen. Könnte man meinen. Yay. War gut, dass ich mir noch ein bisschen Benzin gemacht habe. Ach, das ist direkt meine Homebase. Ja, dann. So. Einmal raus hier, bitte. Danke. Okay, dann muss ich hier irgendwas aktivieren jetzt. Bam. Ja, auch für PlayStation 4. Das stimmt was nicht. Ich muss die Anzeigen prüfen. Okay, ich kann es nicht hoch machen. Sauerstoffdruck wiederherstellen und wo? Hier wahrscheinlich, ne? Das sieht doch sass aus. Da stimmt wirklich was nicht. Ich muss wohl den Druck zwischen Lebensmodul und dem Blasengarten ausgleichen. Okay, das heißt dem hinterher schwimmen, oder? Gott, Hilfe. Welches ist es denn jetzt? Führt das hier hin? Ist das hier? Wo muss ich das denn hinführen? Ah ja, da ist doch irgendwas los, oder? Ist hier irgendwas los? This. Okay, das war's schon. Ich glaube, da muss aber noch einer gemacht werden. Ah, da hinten, ja. Gehe ich direkt mal hin. Sieht aus wie ein Riesenhydrant. Was dem du gerade folgst? Also der Oktopus wollte nichts mehr von mir irgendwie. So, let's go. Wer kennt es noch von Mario Kart und Mario Party, dieses dumme Schlauchboot-Game? Da hatte ich wirklich Blasen an den Fingern, ne? So idiotisch einfach nur.
Da fehlt noch eins. Aber wo? Hä? Ah, da unten oder wo? Seht ihr noch eins, was blinkt? Hier unten, oder? Irgendwo eins fehlt doch noch. Sind gerade irgendwie so viel krank nach der Gamescom. Ich hoffe, dass jeder, der noch nicht krank ist, gesund bleibt. Ja, das glaube ich. Seltsam. Seht ihr noch irgendwo einen? Ich muss wieder Sauerstoff nehmen. Ich drehe jetzt einfach an allen Dingern. Oh ja. Das ist schön. Sauerstofffluss getrennt. Oh, das war nicht gut. Bitte schön. So, jetzt fehlt ja nur noch einer. Das wurde aber auch Zeit. War das der da hinten? Frische Luft. Wahrscheinlich der da unten, ne? Aber wenn ich den jetzt drücke... Mal gucken, was dann passiert. Ah, okay. Sauerstofffluss getrennt. Okay, ich weiß, welcher es ist. Es ist der da gerade unten vor mir. Ich will nicht den Kabeln folgen, ich bin gerade zu faul. Okay. So, es ist der andere da hinten. Der da. Bei dem war ich noch nicht. Der da wird sein. Also ich hätte Angst, so ganz alleine hier unten. Das wäre für mich der Albtraum. Ich würde richtig einscheißen. Sauerstofffluss getrennt. Nee. Dann ist der da ganz hinten. Mehr gibt's hier ja auch nicht. Gut. So, und das Kabel sehe ich nämlich auch hier. Das geht nämlich hier lang. Das ist es nämlich hier. Dann geht es hier lang. Ach, das ist da hinten. Oh Gott. Okay. Überredet. Nee, nee, die sind nicht da. Die reden mit mir nur über Kommunikation. Deswegen hätte ich ja so Schiss. Aber solche Sachen würde man ja eigentlich auch nicht alleine machen, oder? So, jetzt. Fertig. Hoffentlich war's das. Sauerstoffmischung kalibrieren. Okay. Dann kann ich das jetzt drehen. Ja, Tauchen muss schon cool sein. Ich wollte immer eigentlich schon mal einen Tauchschein machen, hatte aber jetzt noch nie die Zeit. So. Drehen. Come on, everybody. Oh, soll ich das nicht hier lassen? So, jetzt. Der Druck ist wieder im grünen Bereich, Tim. Sauerstoff funktioniert wohl wieder. Gut. Schön, dass wir es diesmal behoben haben. Diesmal? Ein anderer war wochenlang und bevor er was sagte. Oh je. Verrückter. Als wir ihn hochholten, war er irre. Voll neben sich. Meinte, er hätte im Dunkeln Dinge gesehen. Dinge aus einer anderen Zeit. Was war das? Nichts. Zurück zur Arbeit. Danke, Tim. Ja, genau das nämlich, ne?
Ich habe keine Routinenmissionen mehr. Stan, da kommt ein wichtiger Auftrag herein. Okay. Was hören? Der Sturm hat die Richtung geändert und ein Containerschiff schwer gebeutelt. Was brauchst du? Es hat Container verloren. Wir müssen herausfinden, wo, und sicherstellen, dass sie unsere Infrastruktur nicht beschädigt haben. Hoffentlich haben sie keine Hauptleitung beschädigt. Schon dabei. Das ist jetzt keine Übung, Stan. Das ist ein echtes Problem. Verstanden. Ich finde sie. Okay. Genau, es geht ja nicht darum, dass wir professionelle Taucher sind, der aufpasst, dass hier unten alles passt und funktioniert. Und ich habe halt mittlerweile schon so komische Träume. Also irgendwas ist hier unten, was verflucht ist, dafür sorgt, dass wir durchdrehen. Und das wird jetzt wahrscheinlich nach und nach revealed. Was wir schon wissen, ist irgendwie, dass ich mich so halb von meiner Frau getrennt habe. Irgendwie ein Autounfall war und, glaube ich, das Kind gestorben ist. Und irgendwas ist hier böse. Vielleicht gibt es ja so ein verfluchtes Piratenschiff. Das wäre doch geil. Da ist ein Container. Ich sehe die Container. Also ich glaube nicht, dass Container so rumschwimmen würden, oder? Die würden doch schon längst alle nach unten fließen. Bin jetzt im Bereich. Gut. Mit dem Sonar kannst du die Container finden. Du musst sie checken, dann kann ich die Ladeliste abgleichen. Ah, okay. Und vergiss nicht, mir irgendwelche Schäden zu melden, die uns betreffen. Geht klar. Okay. Die Robbe ist wahrscheinlich der Endboss. So. Schon so ein Streaming-Setup drin von so einem Streamer. Muss ich das jetzt aufmachen? Oder vorne? Oder ist da unten an der Seite irgendwo was dran? Ach so, ich muss die einfach nur inspizieren. Jetzt habe ich erst einen. Oh je, okay. Warte, dann gehe ich aber wieder in mein Boot. Where's my boat? Ah, da hinten sind auch voll viele. Oh je. U-Boot. Da. U-Boot? UFO-Boot? Bin blind. Ich finde mein UFO-Boot nicht, seht ihr es? Doch jetzt direkt runter oder drüber. Ist doch hier irgendwo geparkt. Ah. Parkt, oder? Über dir? Nee, wo ist mein UFO-Boot? Mein UFO-Boot ist weg. Also wie finde ich mein UFO-Boot wieder, wenn ich es will? Ne, ernsthaft. Seht ihr hier irgendwo mein UFO-Boot? Ah, da unten. Ist es runtergefallen oder was? Nee, doch nicht. Also ihr seht mein UFO-Boot. Auf der Karte sehe ich es auch, aber... Untergegangen. Glaubst du? Hm. So, sonst mache ich das kurz hier, bis ich die einfach alle scanne. Dann werde ich es schon finden. Ich kann es gerade nicht scannen. Wir werden schon finden. Ich habe ja genug Sauerstoffsticks. Oh ja. Das ist schön. Oh, den Stick nehme ich natürlich mit. Ah, guck mal, die sinken auch, die Sachen, ne? Das ist also Fracht, die ich nicht brauche, oder? Na super. Ah, aber jetzt ganz viel Plastik. Das nehme ich mit. Unter all dem Müll könnte was Interessantes sein. Eine Plastikflasche. Ja, nimm mit. Alles mitnehmen. Yes. Na
Fizz. Huh. Da war doch gerade was. Der Container. Hier Container. Und hier muss irgendwo mein U-Boot sein. Also das ist wirklich weird. Oh, einfach mal ein Wal. Ist doch hier irgendwo abgelassen, oder nicht? Also das ist wirklich weird. Mein U-Boot ist gone. Das ist eigentlich gar nicht gut. Weil ich mit meinem U-Boot eigentlich gerne alles erkundet hätte. Zum Beispiel hier mal reinzugehen und zu gucken, was das ist. Also das ist wirklich nicht so gut. Ist doch nicht oben, oder? Ich weiß, ich sehe es auf der Map, aber ich sehe es nicht. Kennst du das Problem? Ich sehe es auf der Map, aber ich sehe es nicht. Kann ich das nicht irgendwie auf der Map also auch markieren? So, mein U-Boot. So, jetzt ist es doch markiert. Da oben. Hä, aber das ist ja da nach oben geflogen. Wie kann denn das sein? Okay, ich habe mein U-Boot wieder. Oh mein Gott, ja. Hä, wie ist denn das passiert? Okay. Na gut. Okay, nie wieder verlasse ich dich. So, Container. Never ever. Guten Dinge sind drei. 03 84. Okay. Roger, eine Lieferung von Princess Griffin Puppen. Ein Geburtstagsgeschenk, das nun keiner bekommt. Puppen? Aber dieses Ding ist riesig. Boah, es sind voll Willkommen viele. Willkommen bei den Wundern des internationalen Versands. Oh, ganz viel Robben. Nicht auf meiner Liste. Oder besser gesagt, ist da, aber der Inhalt ist nicht aufgeführt. Weird. Etwas über Tiefseeforschung. Ominös. 08 09. Beiden sind noch voll viele. Toilettenpapier? Toilettenpapier? Toilettenpapier. Sieht so aus, als hätte es eine Art Rohr durchgeschnitten. Du bist im Sektor. Okay. Okay, das ist eine der Hauptlinien. Es waren nicht mehr viele. Vergiss es. Weiter geht's. Der nächste. Wo bin ich? Er hat doch gerade irgendwas gesagt, wo ich bin. Ich glaube, die wissen irgendwas. Die stellen sich nur dumm. Das ist ein Container mit Materialien für weitere Container. Oh. So, ich hab alle. Na gut. Tim, ich kann die Nummer auf diesem hier nicht lesen. Was ist das hier? Die ist zu stark beschädigt. Weil die Dinge so gut gelaufen sind. Du musst deinen Lenker reinfinden. Die Nummer so, wird doch da drin sein. Das ist ein Jo, das ist meine Robbe. Sieht ziemlich... Schau, mach. Ich bin mir sicher, dass du da reinkommst. Macht nichts, wenn du ihn kaputt machst. Na gut. Probier es einfach aus. Let's go. Richtig schön mit der Musik, gell? Richtig cozy. Gut, wahrscheinlich erfahren wir jetzt irgendwas ganz Komisches hier drin. Okay. Oh, hey. Ups. Oh nein. Jetzt kriegen wir es nicht raus. Da haut ein Container ab. Ich folge ihm in die Spalte. Aber. Vorsicht, gerate nicht unter ihn. Ja, yo, yo, wir holen uns jetzt erstmal unser U-Boot.
Aufprall. So. Er ist in eine Höhle darunter durchgebrochen. Deswegen haben wir unser UVO-Boot. No problem for me. Okay, zurück an die Arbeit. Konzentriere dich auf deine aktuelle Aufgabe. Mein UVO-Boot. Ach so, ich kann da gar nicht rein. Ich darf nicht in mein UVO-Boot. Oh nein, ich muss da so runter. Oh nein. Oh, da sind ganz viele Robben. Die haben alle eine Wunde. Oh, die sehen ja hässlich aus. Da hätte ich ja richtig Bock. Muss ich nicht auch so Dekompression dann machen? Die Compression, wenn ich so weit runterschwimme wie so ein Irrer? Der Inhalt kommt raus. Der Sturz hat ihn geknackt. Finde ich immer noch geil, die Kamera immer näher und dann wieder weiter weggeht. Das ist einfach mega nice. Oh, süß. Des Palutens. Kann ich alles einsammeln? Was ist... Tim, ich... Das... Oh, ein U-Boot. Mist. Wie kam das hierher? Oder? Also, diese Höhle ist doch viel zu... Das konnte hier nicht... Tim, wenn du mich hören kannst, hier unten ist ein Wrack. Oh, es gibt voll viel Plastik. Ein U-Boot. Alt. Ich werf mal einen Blick drauf. Oh, das kann ich doch bestimmt bei mir einpacken. Oh, da ist voll viel. Ich hol mir das jetzt alles. Die ganzen Stofftiere hier. Weitgehend intakt. Ich hätte gerne genug Stofftiere mitgenommen. Geht's da noch irgendwie rein? Gibt's da noch irgendwas für mich? Oh je, ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, das mache ich nie wieder. So, ich komme nicht mehr raus. So. U-Boot-Wrack. Was? Oh, warum sage ich denn ihm nichts, dass ich jetzt reingehe? Das ist gruselig. Kennt ihr diesen ekelhaften Killer mit dem U-Boot? Der diese Reporterin getötet hat? Und dann das U-Boot versenkt hat? War doch irgendwie eine Tür, die ich öffnen konnte, oder? Boah, ich hätte da so Angst. Ah, da. Das ist gesperrt. Das kriege ich nicht auf. Nee, das muss ich sprengen. Aber die Geode nehme ich mal mit. Die da hinten. Die findet man nämlich nicht allzu oft. Ja, ah, der Fall war schrecklich, ne? Definitiv Crafting-Potenzial. Crafting-Potenzial. So, ich muss irgendwie das U-Boot rein. Das tut gut. Oh shit, den Stick hätte ich jetzt eigentlich mitnehmen können. Ist irgendeine Möglichkeit reinzukommen? U-Boot betreten. Muss es dann tatsächlich doch von oben passieren? Seht ihr, wo ich hier rein kann? Vielleicht jetzt irgendwo einen Leck, wo ich rein kann. Die Verdrängung hier. Das hat den Boden wohl mit Wucht getroffen. Aber von wo? Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall endete hier die Geschichte vieler Menschen. Ja, ist halt nicht gut. Leicht übertriebene Verpackung. Oh. Greif eine Mine. Ist halt nicht gut, weil das sagt uns halt, dass irgendwas Großes... Kein Reinkommen. Ah, die kann ich jetzt oben hin machen. Dass irgendwas Großes den halt geboxt hat, ne? Okay, lass los, Bruder. So. Sieht wie Minen aus.
Der Krieg ist 30 Jahre vorbei. Das heißt, irgendwas Großes hat den geboxt. Und ich möchte eigentlich nicht wissen, was es ist. Aus dem Auge, aus dem Sinn. So, das kann ich jetzt da hinten bestimmt aufsprengen. Das würde ich aber ungern machen, weil ich Angst hätte, dass mir alles über den Kopf zusammenbricht. Aber das scheint dem, glaube ich, wurscht zu sein. So, was machen wir jetzt? Let's go sprengen, meine Freunde. So. Wenn es sonst nichts ist. Vorsichtig jetzt. Und dann? Oh, ich glaube, ich muss weg. Ja, ich muss weg. Oh, oh Gott, jetzt habe ich meinen Sauerstoff verloren. Seit Jahrzehnten verschlossen. Oh, ist echt fast gestorben. Okay. Ob das so leicht ist nach so vielen Jahren? Ja, gell, auch wie die Hub eingeblendet wird und teilweise ausgeblendet wird, ist echt schon richtig nice gemacht. Okay, da gehen wir jetzt rein. No, oh Gott, das würde ich nie tun. Why? Oh Gott, mein Albtraum. Ja, es liegt so viel Zeug von einem Krieg auf dem Meeresboden, ist gestört. Was ist hier passiert? Schon interessant. Ich will schon wissen, was hier passiert ist und wer das war und was überhaupt. Frische Luft. Hoffentlich klappt das. Klar, aber ich würde niemals was in die Luft sprengen, was irgendwie so komisch gelegen ist, wie das jetzt hier, weil ich so Angst hätte, dass es dann, ja genau, dass dann, oh, da ist noch mehr Bienen. Geil. Das sind Uni-Trench-Minen. Die sollten nicht hier sein. Ja, ich hätte da so Schiss, dass mir alles um den Kopf brezelt. Ah, es fliegt eine Tonne. Keine Spur von der Crew. Nichts. Oh, Luft. Luft. Mir schwand nichts Gutes. Mir auch nicht, deswegen sollten wir das jetzt nicht tun. Oh Gott, die sind schon alle tot hier drin, ne? Oh, hier ist irgendwas. Oh, oh. Was ist das? Oh, oh. Ist hier irgendein Fluch? Irre, dass dieses Zeug 30 Jahren hier unten noch funktioniert. Hm. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ja, ich würde es nie machen, ne? Was ist, was denn ist das? Ich. Was? Eine Qualle. Hey. Ist das echt? Was ist denn das Gruselige? Das muss ich jetzt hinterher schwimmen. Oh je. Eine Halu-Qualle. Nein, komm zurück. Eine Halu-Qualle. Oh oh. Sorry, Qualle. Taucherschuh. Brandneu. Oh oh. Ich. Was ist hier passiert? Kann es sein, dass die Halu-Qualle uns hier alle in den Tod zieht. Eine Seewespe. Ist der Dude schnell tot? Ist es eine? Okay. Das war... Ich sah... Wohin ist es? Es ist verschwunden. Weg. Hier ist nichts. Tim muss mich melden. Da war ganz ruhig.
Mit Tim musst du ruhig reden. Ich hab quasi... Ich kann Tim das nicht erzählen. Sonst nimmt er mich raus. Ich hab quasi meine Tochter gehört, ne? Ach Gott. Schön sieht es aus. Wow. Look at this. Draußen ist wieder helles Licht, kein Sturm mehr. Zeit zu verschwinden. Meine Moon ist hier. Oh, die hat mir wieder eine Plastikflasche gebracht. Sieh, komm her, gib mir das. Ah, es ist so süß. Woher kommst du denn? Werbe. Ah, hier. So. Ab in die Moon und dann nach Hause, ey. Das wird ja richtig wild. Ey. Wieder dabei. Boah. Jetzt aber die Frage, woher kommen die Hallus? Was ist das? Ist das irgendein Fluch? Irgendwas? Dan, bist du da? Komm, Bro. Ja. Rück dich mal. Ja, ich bin's. Was zum Teufel ist passiert? Hier ist ein U-Boot. Alt, Zweiter Weltkrieg wahrscheinlich. Ich war... Da war noch etwas. Was? Langsam. Ist auch eine Andockstation? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hier ist auch eine Andockstation. Bist du noch da? Ja, ich bin hier. Ich bin nur müde, glaube ich. Ja, ich bin nur. Hör zu, wir konnten alle verlorenen Container erfassen. Gute Arbeit und so weiter. Geh zurück zum Lebensmodul. Ich glaube, da kommt ein ganzer Haufen Mist auf dich zu. Oh je. Oh, schon okay. Schon wieder, sagt er, ne? Okay. Ja, alles ist gut. Wenn du meinst, Junge, aber verschwinde nicht wieder einfach so. Ist nicht gut für meine Nerven. Aber wirklich. Tim, ich... Was? Im Wrack, da waren... ich sah... ach, egal, ich muss nur dran denken. Ich will es ihm nicht sagen, ne? Ich gehe nach Hause. Alles gut. Egal was. Es geht in Ordnung. Wissen die irgendwie was davon? Die Leute oben, Stan, oder... Noch etwas. Emma hat versucht anzurufen. Was? Wann? Warte, wie hast du... Ich überwache deine Anrufe nicht. Merck aktiviert nur einen Ping, wenn eine externe Verbindung besteht. Klar, okay. Ich werde sie zurückrufen, bevor ich mich hinhaue. Hey. Ja, ich bin gespannt. Was das Ganze, ob es jetzt wirklich was mit einem anderen Tier zu tun hat oder doch irgendwas Übersinnliches. Ja, mir fehlt nur Schlaf. Würde mich echt mal interessieren, was ist denn das alles? Ach, das Bild. Ich brauche einfach Zeit. Mehr nicht. Okay. Die oben sind immer die, die mehr wissen. Ja, ist oft so, gell? Okay, dann ruf mal die an. Emma anrufen. Emma. Wake me up for you, Emma. So, aber warum rufe ich Emma nicht an? Ah, jetzt. Hallo? 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 Hi, ich kann dich hören. Ich auch. Verrückt, dass das... Emma? Oh, wie ätzend. Okay. Hi. Hi. Hallo, wie geht's dir? Ja, ist alles... Wie bitte? Nein, sprich weiter. Ich hab's verpasst, Ich war im Einsatz, als du angerufen hast und... Aha, macht nichts. Ich war nicht... Nein, wirklich, ist in Ordnung. Alles gut. Ja, also, wie ist es dir ergangen?
Wie läuft's an der Oberfläche? Ja gut, die Arbeit ist hektisch. Sie haben eine neue Unterart von Zosteraceae gefunden. Die versuche ich in letzter Minute in den Lehrstoff zu integrieren und die Dissertationen über Vibrio parahemolyticus sind... Naja, du weißt schon. Alles in Ordnung. Super. Super, super. Und du? Wie geht's dir? Oh, ich bin müde. Aber im positiven Sinn, denke ich. Müde vor Arbeit. Unitrench ist immer noch Unitrench, wenn es um die Qualitätskontrolle geht, weißt du? Schön, dass du dich darüber immer noch aufregen darfst. Oh, ja. 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 Weird. Also, hast du meine Nachricht erhalten? Ja. Ja, hab ich. Ich, weißt du, ich mache mir Sorgen, Stan. Um dich. Nein, ich will nicht, dass du... Das ist nicht gesund. Es ist 3 Jahre her. Nicht. Ich liebe dich. Und du fehlst mir. Aber du kannst dich nicht verstecken. Nein. Bitte. Lass. Und du bist nicht der Einzige, der leidet. Aber wir können nicht... Wir können da nicht mehr leben. Dort. Ich brauche dich hier, bei mir. Jetzt. Das bin ich. Ich bin bei dir. Ich meine, ich möchte es sein. Aber ich habe dir gesagt, ich brauche noch Zeit. Zeit wofür, Stan? Denn soweit ich sehen kann, trittst du nur auf der Stelle. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern. Ich wollte nur... Pass auf. Ich hörte, dass ein Sturm aufzieht und ich wollte... Okay. Was? Ich kann nicht... Emma, die Leitung ist... Ich kann nicht. Ich will nicht noch einen Teil meiner Familie an die Firma. Oh, noch einen Teil der Familie an die Firma verlieren. Aha. Oh, verdammt. Wahrscheinlich haben die das jetzt mit Absicht gemacht. Oh. 100 so. Pro haben die mit Absicht jetzt das abgekappt, damit die mir nicht sagen kann, ich soll es abbrechen. Einfach vertrauen. 100 Pro. Voll berechnend. Kaltes Bett. Und ich vermisse. Okay, schlafen. Boah, ätzend, würde ich nie machen alleine, hätte ich gar keinen Bock. Ja, es ist das Kind, was gestorben ist irgendwie. Oh je. Du. Das Licht. Was bist du? Hey. Hey, komm zurück. Ist aber schön. Was machst du da? Das ist das Licht, was wir gesehen haben. Carl, was machst du denn hier unten? Oh, meine süße Pearl. Papa liebt dich. So sehr. Pearl ist echt ein schöner Name. Ja, voll die richtigen Sad Games heute. Beende Stans dritten Tag unter Wasser. Das ist ja die Hölle. 11 Tage später. Tag 14, der Sturm. Uiuiuiuiuiui. Die Rabbe. Einzig treueste Person oder Lebewesen. Ah.
geile Mucke. Mein Huhn heißt Pearl. Süß. Okay, okay, okay. Heute ist der große Tag. Kaffee. Ja. Muss sein. Kaffee muss sein. So, wir machen mal das Radio hier aus. So. Ich hasse dich mit meinem ganzen Wesen. Ach, guck mal, wir haben immer hier... Paracetamol von Unitrench. Huh. Oh. Ich trau den allen nicht. Ich glaube, dass die Firma absichtlich genau weiß, was hier unten passiert und die mit mir eine Art Experiment machen und ich irgendwas rausfinden soll. Muss ich das sauber machen? Oh, ich hab gekocht. Nein, geht's auch. Immerhin habe ich mal gegessen in den 14 Tagen. Das ist doch schön. Bubble Crisps. Sehr nice. Also ich vertraue dem Ganzen nicht. Und sie hat ja gesagt, sie hat schon mehr Leute jetzt verloren oder noch einen Teil der Familie. Vielleicht war der Autounfall oder der Unfall auch irgendwas, was mit der Familie zu tun hatte. Unwetterwarnung schon wieder. Okay, ein Jahrhundertsturm kommt. Nicht so toll. Ja. Kaffee trinken. Wer hätte gedacht, dass ich hier die große Liebe finde? Sorry, Emma. Okay, Routinenmission annehmen. Wow, irre Strömung hier draußen. Ey, ich hatte so Schiss einfach nur. Ja, Struktur muss gesichert werden. Oh, das sind wieder die Quallen. Oh, oh. Mal sehen, was es heute gibt. So, wir haben 3 neue Missionen. Geoden suchen haben wir. 0 von 5. Geologische Daten und Lebensmodul. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier heute mal einen Cut. Das war Under the Waves. Ihr könnt sehr gerne unten in der Beschreibung das Spiel abchecken. Gibt es jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X und S und auch für Epic Games im Epic Games Store oder auf Steam. Ich bin gespannt über eure Meinung. Schreibt mir diese sehr gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank an Quantic Dream für das wunderbare Sponsoring des Streams. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, ob ihr es gespielt habt, ob ihr spielt, ob ihr schon eine Idee habt, was passieren könnte. Deswegen lasst ganz viel Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann gucken wir mal, ob wir es hier im Stream weiterspielen oder ob ich mich privat weiterspiele. Und ich bin gespannt. Also mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Ich bin sehr gespannt, worum es sich handelt. Und dann vielen, vielen Dank für alles.